das Regelwerk. Die beiden Teilnehmer fordern sich gegenseitig zu Missgeburten von Spielen heraus, welche sie bis zum kompletten mentalen Zusammensturz spielen müssen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, kann beim Ausrufen von Next die Schmach beendet werden, damit sie es nicht länger ertragen müssen. Wer die längste Spielzeit erreicht, gewinnt und darf seinen Gegner dazu zwingen, ein ganzes LP eines dieser albtraumeinflößenden Spiele zu fabrizieren. Ich meinte spielen. Der Joker! Here we go! Der Herausforderer hat eine extra Bestrafung in jeder Folge, mit welcher er nach Bedarf das Leiden seines Opfers vergrößern kann. Näheres während der Folge. Und damit willkommen zu Rise of the Robots. Oh ja. Ein von Tony Stoddard, das Spiel, Typ, der Turok gemacht hat. Von Queens Music Limited. Acclaim. Oder Acclaim eigentlich. Ja, und von Mirage. Gibt's die überhaupt noch? Nee, Mirage gibt's nicht mehr. Mirage hat aber auch schon eins der anderen Spiele hier aus dieser Liste, glaube ich, gemacht. Kann das angehen? Die machen alles Schlechtes, ich sag's dir. Boom, ey. Dieser Indian-Sound könnte sogar ein bisschen zu laut sein. Ha. Ach, wen interessiert's? Mich nicht. Boah, hast du die Animation Options, gesehen? Options, Alter, Options. Muss das Spiel auch schwer stehen, unbedingt. Ich kann nicht bestehen. Wow. Okay. No Timer, Alter. Cinematics on, Mann. Super Moves on, das muss alles an. Okay. Alles muss on, Erik. Das muss alles an, ey. Ich muss alles Super mit... Super Cinematics, Mann. Die bringen dir Zeit. Denk doch mal mit, du Held. Mission Brief, nicht Training. Wenn dann richtig, ey. Komm, direkt warm. Approaching Metropolis 4. Industrial Class 8. Population 33% human. Oh, Mann, ey. 13% sind nur menschlich. Das kann nur gut laufen, ne? Boah, guck ihn dir an. Ey. Ey, was sind das für ein Teil? Analyzing for robot identified. Loading class 1. Components loading robot. Intelligence low. Power rating low. Compatibilities poor. Strength weak. No tactical abilities. Okay. Der sollte machbar sein. Caution. Caution. Droid activated and approaching. Das ist, glaube ich, nur Lagerdruide, oder? Jo, man sollte anmerken, dass ich keine Ahnung habe, wie das hier kontrolliert wird. Also. Lenny? Ich bin da. Du bist auf einmal leise geworden. Oh shit. Oh shit, oh shit. Ah, komm schon. Stopp. Das ist die Rache für Karate Kid. Intelligentes Spiel, oder? Komm. Der hat längere Arme und Beine als ich. Du bist Cyborg, der ist Loader. Der Hinterlader, ey. Der hat längere Beine als ich. Oh ja. Okay, oh. Du solltest das Spiel vielleicht load away. Ja, ich sollte ich es auf Mittel stellen. Ja, komm. Aber der Punkt ist, Erik, Battle 2. Purge all buffers. Der Punkt ist, wie viele verschiedene Angriffe kannst du machen? Vier, glaube ich. Und das Gameplay ist geil, oder? Ja, Mann, das ist, also die Latenz zwischen Schlag und so, das ist... Sag mal deinen Schlag an, wenn du ihn tust. Schlag. Geiles Spiel, oder? Ja. Skriptet, oder? Ich versuche auch immer auszuweichen, ne, aber dieser... Der Roboter ist so geil, er beschützt sein Lager. Du bist der blaue Mann. Du bist der Avatar. Vielleicht funktioniert ja deine... Die haben mich einfach besprengt.
Nee, hart schaffe ich das nicht. Ja, probieren wir es doch mit dem Loader Win. Wie komme ich in die Optionen wieder rein? Ich glaube, Hard Reset. Hast du das gerade auch gehört? Nein. Okay. Was hätte ich denn hören sollen? Na, also bei mir hat es gerade irgendwie laut so ein bisschen ge... als wäre da irgendwie was... schwer zu erklären. Ganze Sätze? Ganze Sätze sprechen wir hier nicht. Die wurden schon vor Jahrtausenden verboten. wie seine Schläge mir so viel Schaden machen und meine Schläge gar keinen. Komm schon! Es ist einfach nur ein Witz, ne? Option? Ich mach Hard Reset. Battle 4, Mann! Battle 4! So. Das könnt ihr jetzt alle miterleben, ihr. So. Ich glaube aber, dass wir an dieser Stelle sagen würden, es ist Zeit für... eine Challenge! Wir hassen Politiker! Du musst bei jedem und sowie oder dich umbringen. Das heißt, jedes Mal, wenn du und oder den Begriff oder verwendest, musst du dich umbringen. Darf ich das bitte nochmal bestätigt bekommen? Natürlich. Was möchtest du davon bestätigt wissen? Ist die Regel gilt noch nicht. Sag. Und oder. Ja, diese zwei Wörter. Wenn du eins der beiden Wörter sagst, dann, dann musst du dich umbringen. Dann verlierst du ein Leben. Das schaffe ich schon. Das ist ja kein Problem, also. Ihr habt ja auch andere Wörter, ne? Umgangssprachlich für und oder, ne? Wird auch akzeptiert. Wird auch akzeptiert für Suizid. Beispiele? Wenn du umgangssprachliche Begriffe ähnlicher Art verwendest, mir fällt gerade nichts ein. Ja, denn dann wurde auch nichts. Komm schon. Ey, wenn du wüsstest, wie gut es sich kontrollieren lässt, also... Vor allen Dingen, wie du ihm voll eine auf die Fresse haust und er springt immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter. Bis zur Unendlichkeit. Erik, bis zur Unendlichkeit, los! Komm, wie er mich einfach in die Seite. Muss ich echt konzentrieren, kann das sein? Ja, muss ich. Oh, wie er mich einfach... Wenn er mich schlägt, dann zuckt mein Charakter. Wenn ich ihn schlage, dann ist er einfach so... Ja, passiert. Das ist so ein Schwanz, ey. Verfickter Laderobot. Wie soll denn das hier, ey? Ja? Ey, die armen Spieletester. Erik, das ist eine Einstellungssache. Bis zur Unendlichkeit. Komm schon. Was sagt Buzz Lightyear da eigentlich noch? Keine Ahnung. Ernsthaft? Ich hab Toy Story erst... alle Filme erst einmal gesehen, Mann. Ich kenne das alles nicht auswendig. Irgendwas mit weiter, glaube ich. Ne? Weiter? Ja. Und noch viel, viel weiter. Danke, bring dich um. Ich bin schon dabei. Ich musste es machen. Ich war mir der Gefahr bewusst und ich war mir auch sicher, dass ich es machen muss. Du darfst dich danach nochmal umbringen, was schon wieder und gesagt. Und. Ja, Game over, hä? Ja, warten wir jetzt mal ein bisschen, ne? Also über was wollen wir denn reden? Ich finde das ziemlich Sahne, Generali, ey. Ach nö, ich aber nicht, nö. Also ich finde das unterhaltend. Nee. Also wenn du das Sahne General, ich finde, respektiere ich das natürlich, aber wenn ich es nicht so finde, dann finde ich das natürlich nicht so. Also. Ja, so. Komm schon. Ey, das Teil, das muss ich wirklich. Hörst du das quietschen? Da muss man ein bisschen Öl ran. Meinst du? Ja. Warum? Quietscht. Der Hall ist auch schön, oder?
Nur lass dich nochmal umbringen. Was Oda gesagt. Ah. Oh. Schön. Also ich hab damit kein Problem. Ist alles fein und dandy. Also. Es wird nur sehr, sehr sahnegeneralig dadurch. Nö, nicht für mich. Doch, absolut, aber für die Zuschauer. Ach. Wenn du dich die ganze Zeit umbringen lassen musst. Ja, das ist schon. Ich hab den Joker nicht erfunden. Ja, aber. Ja, weißt du, man muss das Spiel ist alles auf dein Konto. Es geht nicht auf mein Konto, du spielst. Und du bist derjenige, der und oder verwendet hat. Ja, und du bist der die Regel aufgestellt hat. Ganz ehrlich, das ist egal. Wenn ich jetzt ein Wort sage aus Versehen, dann kann ich doch da nichts für. Doch, natürlich. Da hat er schon wieder gewartet. Wir sind Let's Player, wir können doch nicht irgendwas sagen. Als würdest du planen, was du sagst. Doch, natürlich, ich habe hier so eine Liste. Alles aufgeschrieben. Natürlich, und da steht alles drauf, nämlich die ganze Zeit irgendwelche Sätze mit und oder, in die ich dich reinreiten will. Nee, das schaffst du nicht. Mission Brief. Du kannst ja vielleicht mal auf leicht stehen, vielleicht schaffst du den dann, ja. Leck mich. Na und? Ich hab noch meine Ehre. Die werde ich behalten. Bis am Ende der Zeit. Meinst du? Nein. Es gibt einen Punkt im Leben eines Mannes. Was ist denn die Alternative? Was meinst du? Zu Ehre verlieren. Beziehungsweise die Ehre behalten, so rum. Was keine ist deine Kinder bekommen. Keine Kinder bekommen. Interessant. Kann das sein, dass er dich schon wieder tot springt? Boah, das ist ein ziemlich hartes Battle. Das ist ziemlich heftig, ey. Es ist. Wie ich euch gegenseitig anspringen, ey. Clash of the Titans. Rise of the Robots, ey. Ey, der hält viel zu viel aus. Ganz ehrlich, das ist nichts anderes als ein futuristisches Duell zwischen einem Fischer und einem Lagerarbeiter, ey. Guckt das an, ey. Prügeln sich da, weil das Fischerboot nicht dahin darf. Oder jo, mein. Guck mir mal den Hintergrund an. Weil es hier gerade so sahnegeneralig ist. Ach komm. Kannst du ja mal erzählen, was da schön im Hintergrund abgeht. Und deine Meinungen über die weitere Automatisierungen menschlicher Vorgänge, die davor vom Menschen betrieben wurden und da klingelt das Handy. Ja, jetzt darf ich auch sterben, weil ich und gesagt hat. Oder habe. Ja. Machst du mal schneller, Roboter? Ich find's auch so toll, wie ich nicht blocken kann. Yay, ich bin tot. Wer hätt's gedacht? Ja, Roboter sind auch mal extrem interessant. Wenn man über Roboter so viel sagen kann. Ne? So. Komm, dann bringen wir um. Stirb! Komm schon. Tut mir leid, Telefonate sind telefonatig. Jo, dann haben sie an sich. Hengst, leider konnte ich jetzt nicht zuhören, ob du und oder gesagt hast. Du bist so ganz heimlich die ganze Zeit. Und oder. Ich hab mich schon einmal umgebracht, keine Angst. Dann gib dir immer noch hart, du solltest das Spiel auf leicht stellen. Okay. Wenn du wüsstest, wie viel Delay dazwischen ist, ne? Es ist unmöglich. Wenn du mal wüsstest, wie das Spiel auf 3DO ist, auf der Plattform und nicht auf Es ist unmöglich, also... Unmöglich ist immer alles für dich. Meine Worte, hörst du sie nicht?
Kannst du noch zu den Luke und Yoda Stories? Kannst du das noch rein? Ist ein wunderschönes Spiel. Das hier, Rise of the Robots? Ja. Das Geile ist auch, wie sie den schwarzen Hintergrund nicht hinbekommen, sondern dass er grün wird bei manchen Sachen. Ist dir das mal aufgefallen? Das... Schwarzen Hintergrund schaffen die irgendwie nicht, das ist schon zu viel. So, easy, 60, an, aus, 3, gib mir 3, Training, habe ich jetzt so bestimmt, also damit ich auch mal weiß, was passiert, wenn ich schlage. Muss ja sein, Rocky hat ja auch seine... Ja, aber er hat nicht irgendwelche Roboter ins Gesicht geschlagen. Er hatte einen Roboter, aber den hat er ehrenvoll behandelt. Ist denn, dass sich der Trainee jetzt auch kaputt macht? Kann es sein, dass es keinen Unterschied macht zwischen easy oder hart? Gibt es überhaupt Schwierigkeitsgrade oder sind die da einfach... Also für mich springt er nicht schon wieder die ganze Zeit an. Kann auch sein, dass ich mich da irre. Oder wie alles blockt, ey. Alles blockt. Okay, gut. Du hast ihn. Ich mach das jetzt so einfach. Das ist doch Training, warum trainierst du gegen den gleichen Typen? Ich weiß es nicht. Okay, du hast ihn. Überrenn ihn einfach. Du bist ein 100 Kilo schwerer italienischer Panzer. Los, überroll ihn. Boah, ins Gesicht, Bitch. Sehr viel von Sanji gerade. Cyborg wins. Punkt. So, jetzt bring ich wieder ins Menü. Wie bei einem gut geskripteten Spiel, beim Training gibt es natürlich auch ein Battle 2. So, ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, weil... Ist besser so. Ja, geht schneller, ist ökonomisch besser. Ich bin gespannt, wer der zweite Gegner wird. Bin ich wirklich. Ein roter Roboter vielleicht? Vielleicht der gleiche nochmal in Gelb, in Gelb, der gleiche nochmal in ja. Gelb angemalt, geh mal nach Hause. Dann weißt du, was Gelb angemalt ist. Warum hast du nicht 5 Battles gemacht, damit es besonders lange dauert? Ich habe 3 eingestellt. Kick ihm ins Gesicht, los. Wie du die ganze Zeit ins Gesicht trittst, ey. Immer die ganze Zeit warm. Boah, ist ein gutes Spiel, ey. Ist gut geskriptet. So taktisch das Spiel. In dem Moment, wo du nicht spammst, wirst du zerfickt, ey. In dem Moment, wo du versuchst, dem Gegner zu dodgen und irgendwelche Skills zu machen, ne? Bist du komplett auseinandergefickt. Das ist gutes Game-Design, Mann. Ja, Mann. Bei Kampfspielen ist es oftmals so, dass wenn der Gegner aus der Luft kommt, dass dann Fäuste am meisten bringen. Weil du ja dementsprechend schon auf der Körperhöhe bist, dass du den Gegner triffst. Da sind Kicks meistens das Schlechteste, was man machen kann. Egal in welcher Position, ob du normalen Kick machst oder nicht. Weil der Gegner, schon. Der Gegner dann die Priorität bekommt, verstehst du? Jo, das macht Sinn. Ausgenockt die Bitch. So sind eigentlich auch alle Spiele geskriptet, weil selbst so ein schlechtes Spiel klaut irgendwie so eine Prioritätenliste von anderen Spielen, vermute ich. Ja, hat funktioniert. Und er hat dich jetzt gecountert, weil er mit einem Faustkampf gemacht hat. Weißt du, was ich geil an dem Spiel finde? Was? Es gibt nur einen spielbaren Charakter bei einem Prügelspiel für Super Nintendo. Einen Charakter. Einen. Dann ist es nicht irgendwie so irgendein Batman mit übelsten Fähigkeiten, sondern er hat 2 verschiedene Sachen, die er machen kann. Treten und schlagen. Uppercut, Bitch. Das machst du nur, damit es ein bisschen ertragbarer wird für dich. Ja, es ist eigentlich nur eine Button-Mashing. Mann, ey, es wird langweilig. Das ist die Natur des Spiels. Das kannst du mir nicht zuschreiben. Nee, das schreibe ich dir auch nicht zu, aber es wird halt echt monoton gerade. Das Spiel ist monoton. Das ist ein Kampfspiel. Wie soll ein Kampfspiel nicht monoton sein? Ich höre deine Klagen, verstehe sie aber nicht. Also, weil man Variation hat. Boah, diese Animation gerade, ne? Krass, ey. Das sieht aus wie der Terminator auf Crack. Er sieht aus wie Blitzcrank, ey. Kommt jetzt. Blauer Roboter.
Alter, der sieht aus, ey. Als eine Bilderklasse. Der sieht aus wie ein Ogre. Okay, Robot. Intelligence low, power high. Oh. Combat abilities average. Strength, powerful arms. Aber und agile Beine. Also, der ist schwach gegen Beine. Mhm. Versuch's mal. Das ist ein großer Affe. Droid activated and approaching. Drück weiter. Okay. Hab ich. Dauert immer ein bisschen. Alter, was ist das denn für ein Biest, ey? Ey, gegen Cyborg. Der Affe gegen Cyborg, wer wird gewinnen? Oh, der ist aber... Was ist das denn? Der vorher war viel schwerer, ey. Der vorher war viel schwerer. Weil du die Range hast. Oh Mann. Aber ich finde die Körperhaltung von ihm geil. Das ist, muss man mal auf der Pro-Liste für das Spiel sagen. So ein fetter Gorilla. Ich kenne kein Kampfspiel so aller Tekken oder aller Street Fighter, bei dem jemand sich wirklich wie so ein richtiger Affe bewegt. Das ist irgendwie geil. Bei so einem Roboter. So ein Roboter, der sich wie ein Affe bewegt, das ist geil. Findest du nicht? Das macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Nein, aber. Na komm, also komm. Affen können extrem viel heben. Das sind Muskelpakete, das, kommt auf die Affen an. Ein Bonobo würde ich jetzt nicht sagen. Auch nicht zur Körperproportion heben. Bonobos oder Orang-Utans auch nicht unbedingt die Massen. Ach. Hast du dir mal die Arme von einem Orang-Utan angeguckt? So ein Silberrücken, der... Silberrücken ist was anderes. Ein Silberrücken ist das stärkste Tier des Dschungels. Ja. Der reißt den Arm aus, wenn er will. Ich muss mich korrigieren. Das stärkste Lebensform des Dschungels. Ich finde, Gorillas sind keine Tiere. Das muss man klar definieren. Genauso wie Schimpansen keine Tiere sind. Hm. Auch wenn Schimpansen viele schlechte Eigenschaften der Menschen nach vorne tragen, Gorillas eigentlich nur die guten. Naja, Gorillas fühlen sich leicht angepisst, was eigentlich schade ist. Ah. Nein, fühlen sich nicht angepisst. Gorillas fühlen sich, haben eine sehr hohe Schmerztoleranzgrenze. Hm. Sehr, sehr hoch. Es gibt da nur eine einzige Regel, nämlich das Verteidigungssystem. Wenn du den Silberrücken nicht akzeptierst und das heißt dich unterwürfig zeigst, dann bringt er dich um. Das ist das Einzige. Ansonsten sind die komplett friedfertig. Wenn sie einfach nur sprechen könnten, wie wir denn... Ah, das ist kein Problem, echt. Ja. Die wären sofort in unserer Gesellschaft drin, also... Nee, wären sie nicht, weil der Mensch nichts anderes außer sich selber toleriert. Aber. Naja. Sie wären denkbar. Wusstest du, dass Orang-Utans in Thailand teilweise mit zu Familien gehören, dass sie mit am Familientisch essen und so und sich dazusetzen? Das ist total und mit zusammen süß. Zigaretten buffen und pokern. Poker? Man kann Affen pokern beibringen? Klar, Orang-Utans können richtig gut pokern. Die haben eine ziemlich gute Denkspanne, die sind sehr intelligent. Deswegen finde ich es immer traurig, wenn man zum Beispiel mit meinem kleinen Bruder im Zoo geht, wenn man die dann hinter Gittern sieht, so. Ich finde, man sieht auch sichtbar, dass es denen nicht gefällt. Also. So ein Orang-Utan, ne? Wenn man nur mal so an die Zuschauer, wenn ihr mal in einem Zoo seid und ihr seht einen Orang-Utan in einem Käfig. So ein Orang-Utan gewöhnt sich an sein Käfig-Dasein. Das bedeutet, er ignoriert eigentlich alle, die dran vorbeilaufen. Und ist dann nicht besonders interessiert dran, weil er weiß, die gehen auch schnell wieder weg. Lernkurve. Und wenn du allerdings wenn bei einem Orang-Utan-Käfig dich mal 5 bis 10 Minuten da einfach hinsetzt und den anguckst. 5 Minuten, reicht schon. Guck ihn dir 5 Minuten an. Dann interessiert er sich für dich und dann kannst du auch mit dem spielen. Durch die Gitterstäbe. Zum Beispiel habe ich neulich mit einem Orang-Utan ein Stöckchenspiel gespielt. Ich bin dann nach 5 Minuten, nachdem ich mich da hingesetzt habe, bin ich an ihn rangegangen, an den Käfig. Mhm. Und er hat ein Stöckchen genommen und hat das so durch die Stangen durchgehalten und als ich das dann nehmen wollte, hat das weggezogen. Und dann du hast verloren. Und als dann ich dann die Hand wieder offen gehalten habe, nachdem es nicht geklappt hat, hat er die wieder rausgehalten, hat das mit mir gespielt. Und dann habe ich das einmal geschafft, ihm den Stück wegzunehmen und dann habe ich ihm den reingehalten. Und er hat gegriffen. Oh. Das war lustig. Also das sind dann so Momente, wo du weißt, wo du merkst, das sind keine Tiere, die sind auf deiner Ebene, die können mit dir kommunizieren. Oh, Game Over. Ja, das passiert noch ein paar Mal. Also so eine Stunde habe ich schon so geplant. Nee. Was für ein Tier könnte man eigentlich den hier nachempfinden? Was könnte hier?
Das ist einfach nur ein Roboter mit dicken Packarmen und einem Messer anstatt von einer Hand. Ja, was braucht so ein Roboter eigentlich ein Messer? Damit er andere Roboter abstechen. Ganz einfach. Das ist ganz simpel. Außerdem bist du ja kein Roboter, du bist ein Cyborg. Mhm. Ein Cyborg ist eine Hybride. Was war nochmal die Zwischenform, wenn ein Mensch sich Metallteile implantiert? Es gibt einmal Cyborg und es gibt einmal noch was anderes. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja Wikipedia auf meiner Seite im Moment. Die Seite ist mit dir. Ja, natürlich. Ach ja, Android. Deswegen heißen die wohl auch Android. Cyborgs sind nicht Androiden. Ein Android ist ein komplett autonomer technischer Organismus. Ich sag nur Star Trek Next Generation, ne? Der Android. Mhm. Also knapp. Komplett ein komplett eigener kybernetischer Organismus, ne? Mhm. Ein Cyborg ist wiederum ein veränderter Mensch. Mhm. Also in den meisten Fällen eine veränderte Lebensform, ne, sag mal. Das sind halt klare Unterschiede. Hast du gerade verloren? Nö, ich habe gerade die Runde gewonnen. Ich war schon gegenseitig eine Fischfresse. Ganz ehrlich, es wird langweilig. Es wird wirklich langweilig. Mir nicht. Also, für mich ist die Challenge gerade ganz interessant, weil ich ihn umbringen will. Ich hab das Blut geleckt und jetzt möchte ich... noch mehr davon. Bitch. Ich möchte nämlich wenigstens noch den dritten Gegner sehen. Weil... alles außer der Cyborg sieht eigentlich relativ interessant aus von den Roboter-Designs her. Cyborg ist einfach nur ein Typ mit einem hautengen Anzug. Meinst du, du packst Ape-Man? Wenn ich möchte, dann kann ich alles. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten oder so, oder eine halbe Stunde. Ne? So etwa. Jetzt könntest du sogar schon auf Zeit spielen, weil du vorne liegst. Das würde ich aber nicht schaffen, das ist viel zu schnell. Er gibt dir aber hart. Ich will nicht in Faustkampf mit ihm gehen. Ich versuche nach hinten zu springen und er macht nichts. Oh, Anzeichen von Skill, ey. Erik, halt ihn auf Distanz. Im Endeffekt ist er stärker als du. Immer schön Jabs. Schöne Jabs. Immer ein paar Jabs. Und dann leg ihn dir lang. Okay, wird gemacht. Sehr schön. Gewonnen! Hätte er dich mit der Pranke noch erwischt, ne? Ich weiß nicht. Mhm. Das hätte derbe Schaden gemacht. Nein, es hätte vermutlich nicht gereicht, aber... Ja, schnell nach hinten gesprungen und... Zweiter Kampf, ey. Besieg ihn nochmal. Okay. Du musst ihn einfach nur langlegen. Schön auf Distanz halten. Das ist ein Melee. Das ist ein reiner Melee. Der macht harte, langsame Schläge. Wie man ihn halt kennt. So à la Donkey Kong oder Bowser. Ich habe meine Probleme immer mit den Ecken der Map. Kann ich verstehen. Wenn ich mal erwähnen darf, dass sogar bei Super Nintendo, bei Mario schon, gab es mehr als 3 Ebenen in Hintergründen. Mhm. Hier sind echt nur einfache Bilder hingeklatscht und du siehst den Übergang sogar unten. Eigentlich schade, oder? Könnt so viel mehr aus der Technik raus. Du musst dich leider umbringen. Du hast oder gesagt, Erik. Beim nächsten bitte.
Ausnahmsweise. Wenn du dann die Aufnahme nach dem Gegner besiegst, beendest. Nach den roten, weil ich glaube, dass ja, der jetzt halt jetzt kommt. Ja, der jetzt da halt kommt. Ja. Die. Du möchtest nämlich noch sehen. Die. Das große Licht. Downloading Data. Dann. Oh. Wie es ihn zerrissen hat, ey. Wie es ihn zerrissen hat. Oh, wie der Lack auch kaputt ist. Das ist vermutlich dann ein intelligenter, aber dafür schwacher. Nee, der ist einfach Durchschnitt. Ja, ey, komm, die anderen beiden, die waren dumm. Ach, das ist einer, der auf Agilität geht, nicht auf Int. Dann kommt als nächstes der Int, vermutlich. Okay. Das ist einfach ein schneller Typ mit schnellen Fäusten und dafür mit gar keinem Bein. Wie so ein kleiner Raptor. Ja. So eine Heuschrecken-Raptor. Ja, den wolltest du noch sehen. Alter. Ja. Nee, das ist ein Beinarbeiter, der arbeitet nicht mit den Armen. Das ist so ein kleiner Zibulver. Du musst dich jetzt umbringen lassen. Okay. Ah, es wird sowieso viel zu sahnig, also gehen wir nochmal zum Game Over. Dam. Ja, dann würde ich mal sagen. Next! Next!